nachher nach oben gehen und wir Ihnen das dann alles nochmal im Detail erläutern. So, zur Linken haben wir hier natürlich auch ein sehr interessantes Gespann, denn wie der Eberhard schon gesagt hat, unser Motto wird in diesem Jahr heißen, historische Pferdeomnibusse im Parcours. Und wir haben sage und schreibe derzeit 26 dieser Gefährte, die sich hier angemeldet haben, aus halb Europa. Und da muss ich sagen, also das wird eine Augenweide, die es auch so noch nicht gegeben hat. Und wir haben also eine internationale Beteiligung von England, von Südengland, aus Sorel bis hin nach Dänemark, Österreich, der Schweiz, Holland, Deutschland sowieso, aus allen möglichen Bundesländern. Ich glaube sogar aus allen Bundesländern kommen die Leute mit ihren Pferdeomnibussen hier nach Brück. Und wir haben im Verein damals als das Motto dann festgestellt. Als wir für euch auf der Grünen Woche tätig waren, und ich glaube, der kam aus Dresden oder so ähnlich. Und auf dem haben wir auch schon auf dem Oberdeck gesessen und mal so ein bisschen fröhliche Musik gemacht. Swingmusik ist das Markenzeichen der Band. Und Thomas hat es ja gerade erzählt, wir sind die älteste Swingband in Berlin. Die Band unter dem Namen Salty Dogs, genauer gesagt unter dem Namen Papa Henschel Salty Dogs, das ist mein Musikername, feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Das ist schon eine ganz schöne Zeit und wir freuen uns, dass wir den Kontakt im letzten Jahr bekommen haben und auf welchem Pferdeomnibus wir dann im Juni hier auftreten. Ich denke, da lassen wir uns von dir überraschen. Okay, also, so soll es sein. Ich würde sagen, wir wollen das jetzt hier unten nicht länger ausdehnen. Wie gesagt, machen Sie Ihre Fotos. Wenn Sie noch spezielle Fragen haben an die Gespannfahrer oder an die anderen Aktiven hier, können Sie das hier gerne noch klären. Ansonsten würde ich dann nur noch sagen, das Buffet ist wie gesagt eröffnet. Ich wünsche allen noch einen guten Appetit. Und wenn Sie sich dann gestärkt haben, versammeln wir uns oben im Richterturm zur Weiterführung der Pressekonferenz. Schade eigentlich. Also wir beißen nicht. Wer noch Platz nehmen möchte hier vorne, herzlich gerne. Einigen auch die Chance haben, sich mal persönlich vorzustellen, beziehungsweise gerade zur Eröffnungsveranstaltung werden wir den Einmarsch in diesem Jahr besonders machen. Dazu komme ich nachher noch. Und ja, ich denke mal, dass uns das gelingen wird, dass wir uns bei den Leuten bedanken. Ja, Auftaktveranstaltung ist seit einigen Jahren ja die Fohlenshow. Am Donnerstag mal gewesen und seit zwei Jahren, Olaf, haben wir es wieder auf den Freitag gelegt. Das zweite Mal. Oder genau, in diesem Jahr ist das zweite Mal. Und wir waren damals uns nicht alle einig, ob es richtig ist, das so kompakt zu bündeln und auf Deutsch gesagt drei tolle Tage aus den Titanen zu machen. Es geht aber wirklich nicht anders, weil teilweise die Leute auch von weit her anreisen und dann haben die noch einen Tag zusätzlich, den sie dann opfern müssen, um in Brück hier an der Fohlenschau teilzunehmen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir legen es wieder auf den Freitag, und im letzten Jahr hat es uns wirklich auch gut gefallen. Wenn es auch zeitlich etwas eng war, haben wir es aber, denke ich, doch gut hinbekommen. Und in dem Zusammenhang, Olaf, würde ich dir dann gleich mal das Wort übergeben, dass du Näheres zur Fohlenshow sagst, wie es in diesem Jahr abläuft, so bleibt, ob es Besonderheiten gibt. Möchtest du ein Mikro?
Nochmal an alle, könnt ihr euch vorne Plätze belegen? Ihr müsst da hinten nicht gedrängt stehen.